Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir alle Powermonde im Wolkenland gesammelt und auch ein paar Powermonde im verlorenen Land. Und nun wollen wir alle Powermonde, ja ist gut, und nun wollen wir alle restlichen Powermonde hier im verlorenen Land sammeln. So, und dazu ziehe ich mich erstmal passend an. Ach komm, wisst ihr was? Wir laufen wieder mit unserem guten alten N64-Outfit an. Das sieht doch cool aus. Ich mag es. So. Dann geht's jetzt weiter. So, uns fehlen ungefähr 12 Powermonde. Die sollten wir, glaube ich, alle in dieser Folge collecten können. So, aber ich frage mich halt immer noch, wo man diesen Schlüssel bekommt, der da reinpasst. Weil ich habe bislang keinen gesehen. Nicht mal im letzten Part. Eventuell befindet er sich irgendwo auf einem Baum oder so. Das ist halt meine allererste Vermutung, oder? Oh, hier haben wir gleich mal eine Röhre. Ja, komm. Die ist so nah gelegen, machen wir die direkt mal. Alles klar. Okay. Wir müssen also mit diesen Viechern arbeiten. Bislang sieht es ja relativ machbar aus. Trotzdem möchte ich ganz genau schauen, dass wir nicht... Lol, die steigen langsam. Naja. Okay, bislang kein Problem eigentlich. Ah, okay, ich sehe, wie wir an einen Powermond rankommen. Wir dürfen die Pflanze auf gar keinen Fall killen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie für uns die Fackeln anzündet. Nice. Okay, also einen Powermond hätten wir relativ easy bekommen. Aua. Egal. Schimmer über dem Giftmeer. Ja, easy. Komm, ich will nicht reinscheißen, ich will nicht reinscheißen, ich will nicht reinscheißen. Komm, 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 komm. Yes! First try, my boys and girls, in voller Länge über das Giftmeer. Nice, damit haben wir diese Mission gefirst tried und ja, man sieht mich, hallo. Ach ja, meine Vorhänge können nicht alles dämmen. Gut, also diese Mission haben wir relativ easy im First Try gelöst, finde ich gut. So, jetzt würde ich mich aber gerne noch hier so umgucken. Weil irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein, oder? Da oben ist noch ein Powermond. Ah, da vorne meine ich. Nicht da oben, sondern da vorne. Oh, aber der ist echt lame versteckt. Das muss ich jetzt mal sagen. Die funkelnde Frucht. Okay, was ist denn für eine Frucht, lol? So, hier ist auch Luigi. Das heißt, wir können mit ihm mal reden. Und eine Runde Ballonjagd spielen. Erstmal suche ich einen Ballon. Ab.
Machen wir diesen hier. Aua, blödes Vieh, dankeschön. Irgendwo hier? Okay, ich habe ihn auf jeden Fall gefunden. Darauf hätte ich aber auch kommen müssen. Easy! Glückwunsch! Das war eigentlich kein Problem. Aber würde ich ja ganz gerne nochmal einen machen. Ja, also ich würde sagen, wir haben einen Gewinn gemacht. Yay! 600 Coins plus! Ja komm, diesen einen hier machen wir noch. Kevdog. Ach Leute, dieser Name und dieses Aussehen, ne? Ein bisschen weiter oben. Na, oh. Ich hoffe mal, es ist in dieser Richtung. Du Vollidiot, Mario. Danke. Wie ich einfach noch Zeit raushole. War der denn? Hm? Okay, also ich sehe hier keinen Ballon. Jetzt sehe ich einen Ballon. Oh mein Gott. Alles klar, okay. So, let's do it. Macht er jetzt noch denselben Fehler? Got it. Glückwunsch. Ja. Alles klar, dann ja, würde ich mal sagen, werden wir jetzt einen Ballon verstecken. So, ich werde einen Ballon verstecken. Was, 10 Sekunden habe ich nur? 30 habe ich denn. Ich denke, hier ist ganz gut. Ja, ist auch kein besonders großartiges Versteck, weil es gibt natürlich viel krassere Verstecke. Aber naja. Ja, ich würde gerne verlassen, Luigi, denn ich muss mich ja schließlich um die Power-Monde kümmern. Oh, Entschuldigung, Bro. So, der nächste wäre da vorne. Also ein bisschen weiter hochgelegen, glaube ich, oder? Doch, das ist ein bisschen weiter hochgelegen. Irgendwo nach vorne. Wow, das war eine Meisterleistung. Ich bin doch blöd wie Scheiße, nicht wahr? Ich hätte es eventuell die ganze Zeit so machen sollen. Das
So, und alles, was ich was beim Koopa Freerunning gelernt habe, kann ich jetzt ganz easy anwenden. Und da... Hier ist was? Na schön, und wie komme ich da ran? Also am besten. Oh Gott, ich ahne Böses. Ich ahne Böses, Leute. Ja, ich muss eins dieser Viecher irgendwie hierher bringen. Aber die Frage ist, wie? Oder nein? Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich mache einfach dasselbe Prinzip, was ich damals schon gemacht habe. Dazu richte ich mich nun passend aus. Ja, mich kann man nicht so stoppen. Gut platziert, Kavum. Nice. Cooles Versteck also. Gut, weiter geht's. Gleich hier vorne, ja. Relativ easy. Spring hinunter auf die Baumkrone. Dann geht es da weiter. Ich muss so niesen, Alter. Nein, ich will nicht. So, der nächste ist irgendwo hinter mir. Oder? Ja, der ist irgendwo da. Ich nutze das Vieh mal. Münzen. Ah, das heißt wiederum, dass ich jetzt wieder ein bisschen hier diese... Das ist ja ganz super. Also irgendwo hier muss der... Ich bin schon zu weit? Okay, dann gehe ich doch lieber hier hoch, um dort oben alles abzusuchen. Und das wäre dann, glaube ich, ein bisschen praktischer. Ja, und wisst ihr was? Da wir 4000 Münzen haben, würde ich jetzt echt mal sagen, gehen wir mal in den Shop rein und kaufen uns wieder ein paar Sachen. Der ist neu, oder? Okay. Achso, nee, nicht bei dem, sondern bei dem gelben da. Ach, Lappen. Neuer Artikel, ja? Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Ich glaube, ich werde jetzt mal die... Doch, die Titanenkappe holen, oder? Soll ich das... Na komm, holen wir erstmal das hier. Weil ich glaube, das passt dann symmetrisch besser rein. Also ich... Ich muss kurz mal schauen, Moment. Ja. Gut, gut, gut. Dann geht es nun weiter. Wir haben wieder ein bisschen Geld ausgegeben. So. Der Power Mond, den ich suche, ist irgendwo da vorne. Oh Gott, nein, ich sehe es schon, das ist eine Note. Ich weiß schon, was zu tun ist. Warum tut Nintendo mir sowas an? Aber ich will nicht wissen, was es dann für Notenaktionen zu holen gibt. Okay, das ist sehr anspruchsvoll.
Yes, aber wir haben es gepackt. Und dies wird doch machbar, du. Ich bin fast runtergefallen. Notenjagd, die Ziehharmonika-Taktik. Ach ja, Ziehharmonika, so heißt das Teil. Ich habe mich nämlich damals immer gefragt, wie heißt dieses Ding, was so wie ein Klavier funktioniert und das man so strecken kann. Ziehharmonika. Also Ziehharmonika, wohlgemerkt. Haben wir schon mit Peach geredet? Okay. Ich habe dir einen Powermond als Souvenir mitgebracht, bitteschön. Ja, ich habe das jetzt... Irgendwas mit Vegetation stand da. Peach im verlorenen Land. Ich möchte gerne nochmal die City mit all ihren Wolkenkratzern und ihren geschäftigen Treiben besuchen. Wow. Noch nie hatte ich so Probleme, das auszusprechen. So, da vorne ist ein Mond, den man mit zwei holen kann. Da vorne scheint einer zu... Nee, wir sind ganz falsch. Irgendwo da drüben. Ah, eine Vogelscheuche. Danke. Das ist hart unfair gewesen. Weil dieser Idiot sich natürlich... Nun, das sind doch nur Palmen, Mann. An den Blättern kann man doch sich doch nicht die Fresse anhauen. Oder doch? Ja, ich glaube nach wie vor, dass das nur Mario kann. Falsche Richtung, Bro. Okay, wir haben ihn. Verlorenes Land, Tic-Tac-Turnier. Hatten wir nicht schon mal hier ein Tic-Tac-Turnier? Nein. So, uns fehlen noch zwei Standard-Power-Monde und zwei von diesen hier. Alles klar. Dann gehen wir da jetzt nochmal hoch und machen diese eine Röhre da, also diese eine Challenge. Und wegen den restlichen beiden Powermonden müssen wir noch schauen. Jetzt müssen wir schauen, wo diese eine Röhre ist. Ach, da drüben. Da, wo die Schmetterlinge sind. Let's do it. Okay, sowas habe ich noch nie zuvor hier gesehen. Also, das scheint etwas zu sein... Hat ja super geklappt. Das ist alles für ein Herz. Ja, Halleluja. Wie viele Herzen gibt es denn hier bitte? Na gut, gehen wir doch lieber den standardmäßigen Weg und schauen uns hier um. Nein. War ja klar, ne? Was zum Teufel? Danke, Mario. Tja, wir werden Cappy wohl helfen müssen. Dieser dumme Arschgeier. Und ich dachte, wir hätten ihn das letzte Mal gesehen. Sorry, Cappy, aber du musst kurz warten. Blödes Vieh. Blöder Vogel, komm gefälligst her. Stimmt, oh Gott, ich weiß, was wir tun müssen.
Und das war gerade sehr knapp. Wir müssen diesen Block hier klein stampfen. Und dann später, sobald wir die Gelegenheit haben, müssen wir draufhauen. Also ihr wisst Bescheid. Mann, wie soll ich denn an den jetzt rankommen? Mieser Drecksvogel. Perfekt, er setzt sich genau da drauf, wo ich ihn haben will. Arschloch. Tschüss. Tut mir leid, Cappy, dass ich dich in diese Gefahr gebracht habe. Okay, so. Das hätten wir. Klepto darf nicht entkommen. Ja, dieses Arschgesicht. Hat hoffentlich seine Lektion endgültig gelernt. Da vorne sind auch noch ein paar Coins. Das sieht immer ganz gut. Toll, dann ist hier nur ein Herz. Da oben ist aber noch irgendwas, aber dann ist noch wiederum eine Frage, wie willst du denn da hochkommen? Hä? Da muss doch was sein. Irgendwas muss doch zu machen sein. Wie soll man denn da hoch? Es gibt hier nämlich noch einen Powermond, ich weiß es. Ja, mir wird da nämlich noch einer angezeigt. An dem Block muss man doch irgendwie rankommen. Warte mal, ich Idiot, die Hotheads. Ich Idiot. Ja, die Hotheads. Ein wirklich heißes Bad. Ja. Darauf hätte ich aber auch recht kommen sollen. Ja, manchmal bin ich nicht, ich bin nicht immer das Schlauste. Alles klar, damit haben wir alle Powermonde, die wir hier erreichen können. Also durch die Mondquader. Jetzt fehlen uns noch zwei Stück. Aber bei dem einen Powermond bin ich mir derbe unsicher. Fragen wir doch mal Schnackkehlchen, der ist hier gerade in der Nähe. Na, sag mir mal was. Taxiflug über Island Toxino. Alles klar. Toxico, verdammt. Tropenwegler getroffen. Tropenwegler. Tropenwegler. Also mit dem Taxiflug ist klar. Heißt, wir müssen da oben mit dem Fernglas was beobachten. Hier ist doch irgendwo das Fernglas, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Fernglas ist. Ja gut, ne? Irgendwo war hier ein Fernglas, aber ich weiß nicht mehr wo. Wir könnten den Toad hier befragen. Da drüben ist ja nur der Powermond, ne? Der Schlüssel ist da nicht. Aber wo ist dieses Fernglas? Ach nee, stimmt, das war ja da beim Anfang, oder?
Stimmt, das Fernglas war hier. Was ist das denn hier? Ach so, unsere Odyssee, lol. Da ist es auch schon. Das Tropen, das Taxi, so, Deutsch. Mein Deutsch ist echt eingerostet wie Scheiße. Ja. Also diesen Powermond hätten wir, wo wir den anderen Powermond finden, weiß ich allerdings nicht. Tropenwegler. Wo ist der Powermond jetzt gespawnt? Da. Warum auch immer auf den Bäumen? Was haben die mit... Oh, es sind Palmen. Taxiflug über Island Toxico. Ich habe immer Toxino gesagt, ich Idiot. Wie heißen denn diese Viecher, die wir kapern können? Tropenwegler. Hat einer von denen etwa einen Powermond bei sich? Also so einen Schlüssel? Stimmt, mal einen Augenblick. Hier ist dieser eine tot. Was ist da mit dem anderen? Da ist dieser eine tot. Ich hätte schwören, den Kapitän hier irgendeine... Achso, ja, okay. Der redet nur über Kapitän Toad. Ja, was den Powermond mit dem Wiggler angeht, keine Ahnung, aber ich will jetzt echt keine Zeit vergolden, deswegen werde ich mal den Toad fragen. Den Captain Toad haben wir schon sehr oft getroffen, also ja. Vor allem selbst wenn, irgendwo hier muss es ja sein, ne? Also hier der Schlüssel. Ja, also, bisschen blöd bin ich ja schon. Aber hey, ich hab 50 Münzen gespart. Tja, müssen wir noch schnell einen Tropenwegler auftreiben. Eigentlich ist es vor allem doch recht schön hier im verlorenen Land. Tropenland, ja moin. Obwohl, das ist auch kein schlechter Name, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieser Name gefällt. Tropenland. Ich könnte mir darunter ein sehr guten Land vorstellen, ehrlich gesagt. Luigi, ich bin nur ein sehr friedlicher Tropenwegler. Hm? Hat er Ack. Lol. So, alles klar. Was? Das ist er nicht? Ich hab den schon mal geholt? Wann denn bitte? Ich bin ein Pfosten. Ja, okay, wir werden nochmal den Toad fragen müssen. Ah. Da drüben irgendwo. Wenn es jetzt ein richtig billiger Powermond ist, ne, dann fange ich an zu heulen. Oh, ich glaube, er möchte einen Tropenwickler sehen. Geh doch bitte! Vollidiot. Hätte ich den Typen mal früher gesehen. Ich bin hier, um das Wesen zu sehen, das aus bunten
das aus bunten, runden Einzelteilen besteht. Ich hoffe so sehr, ich sehe eins. Gut. Ja, stimmt, warum muss ich jetzt wieder... das war jetzt nicht so gedacht. Es läuft alles schief. Cool. Okay, aber wir haben die Stelle praktisch erreicht. Gut, damit haben wir das. Ah, es sieht ein bisschen aus wie eine Kette. Darum kann es sich strecken. Angenehmes Geräusch noch dazu. Pause. Eine großartige Entdeckung. Dank dir ist das Geheimnis endlich gelüftet. Ja gut, Hauptsache wir haben den Powermond. Gut, Leute. Tropenwegler getroffen. Sehr schön. Damit haben wir auch alle 35 Powermonde im verlorenen Land. Und ich würde sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, bekannten Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo wem, falls nicht schlecht, wenn ich meinen Content gut unterhält. Yay. Und im nächsten Part werden wir dann ins Cityland gehen und da, es wird wieder ein bisschen dauern, bis wir da alle Powermonde haben. 739. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey.